Jetzt heißt unsere Konferenz ja Next Generation CFO und für viele ist natürlich auch CFO ein traumhaftes Berufsziel. Und jetzt ist die Frage, was muss man denn mitbringen, wenn man ein Next Generation CFO werden möchte, sowohl als Hard Skills als auch als Soft Skills? Mhm. Was würden Sie den Studierenden sagen, worauf legt man Wert und was ist wichtig für die Zukunft? Gut. Also ich hatte ja eben schon moderiert das Thema 21st Century CFO, den wir anbieten. Auch da kann ich nur sagen, da gibt es zwei Bereiche, die meiner Meinung nach wesentlich sind. Auf der einen Seite der sogenannte Valued Financial Expert. Man muss sein Handwerkszeug einfach drauf haben. Also das ist einfach so, das ist auch in jedem Beruf so. Und die andere Seite, Credible Business Leader. Das ist das ganze Thema Close to the Business. Es ist wichtig, dass man das Geschäftsmodell versteht, dass man Entscheidungen mit beeinflussen kann. Diese beiden Dinge runden für mich den 21st Century CFO erstmal von seinen Hard Skills ab. Mhm. Was dazu kommt, und wir nennen das Head, Heart and Gut, dass man natürlich auf drei unterschiedlichen Ebenen führt. Das eine ist natürlich ergebnisorientiert zu sein. Das ist einfach wesentlich, wir sind ein Unternehmen, aber auch in der Lage sein, in einem Team zu arbeiten und da auch die Fähigkeiten der anderen zu erkennen und entsprechend einzusetzen. Das ist das ganze Thema, was wir unter Head verstehen. Dann das ganze Thema Heart, ein ganz, ganz wesentliches Thema für uns. Wir sind ein Purpose-getriebenes Unternehmen. Also wenn man nicht mit glänzenden Augen zur Arbeit kommt und auch andere nicht inspirieren kann, hat man irgendwo auch die Opportunität irgendwie hier verpasst. Was auch ganz wichtig ist, Trust. Ohne Vertrauen funktioniert das nicht. Also man muss in der Lage sein, Vertrauen mit anderen aufzubauen, weil wir halt viel auch in Teams arbeiten. Und dann das ganze Thema Gut. Da geht es darum, Prioritäten zu setzen. Vor allen Dingen in Krisenzeiten, ja, oder in Zeiten von Unsicherheit. Ist man einfach dazu eigentlich tagtäglich aufgerufen zu verstehen, was sind jetzt kurzfristige Prioritäten und wo muss ich langfristig einzahlen. Und das muss man beides kontinuierlich in Balance halten können. Und dann das Letzte, was auch zu Gut gehört für uns, ist das ganze Thema, ja, wenn eine Unsicherheit kommt und wir alle leben in Unsicherheiten, dann wirklich mit einer positiven Einstellung diese Themen angehen. Andere inspirieren, andere wieder mitnehmen, in einer sogenannten Can-Do-Attitude, dass man sagt, komm, ja, das, auch das bekommen wir hin und dann gemeinschaftlich Wege finden. Also ich glaube, diese Kombination aus, was ich sagte, 21st Century CFO mit seinen handwerklichen Facetten plus die Soft Skills, Head, Heart and Gut, ich glaube, dann ist man schon sehr, 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 sehr gut aufgestellt. Und was dann für mich persönlich noch sehr wichtig ist, Neugierde am Leben. Und Neugierde wirklich auf neue Themen, sei es Digitalisierung, sei es ESG oder das ganze Thema multiple Krisen, alles, was da so kommt. Das Leben ist aufregend, also einfach nur rein.